Hallo, ich bin Moritz. Und ich bin Lukas. Im Jahr 2020 wurde die Inno7, die MEKO GmbH, gegründet. Die MEKO steht hier für digitale Medienkompetenz für Jung und Alt. Unser Projekt Smart Home Führerschein für Senioren entstand aus digitalen Bowling-Nachmittagen in Altersheimen heraus. Hierbei werden beide dieser Projekte von einem technikversierten Altenpfleger ehrenamtlich begleitet. Diese wiederum wird von freiwilligen Jugendlichen unterstützt, die dazu bereit sind, unsere ältere Generation an unsere digitalisierte Welt heranzuführen. Mit diesen Jugendlichen zusammen entwickelten wir dann auch eine interaktive Schulungspräsentation, welche wir mittlerweile bei all unseren Schulungen benutzen. Der wichtigste Schwerpunkt dieser Schulung ist hierbei die Sicherheit im Netz bzw. die Sicherheit bei Bedienung verschiedenster Geräte. Nach den Kursen erhielten wir positives Feedback von den Senioren, wo sie von ihren ersten Online-Calls mit der Familie, ihren ersten Online-Bestellungen sowie von den Bedienen verschiedenster Apps berichteten. Tschüss!